Hallihallo und weiter geht's mit Dragons. Heute haben wir ein neues Event am Start. Wir können die Mutter der Feuerwürmer bekommen. Ist ein einzigartiger Drachen und das Event geht 24 Stunden. Wir checken das natürlich gemeinsam einfach mal ab. Hier Tiefseespalter, Mutter der Feuerwürmer und Feuerwurm. Sind auf jeden Fall ein paar coole Drachen am Start, muss ich sagen. So, dann checken wir erstmal unsere Drachen ab, würde ich sagen. Ich habe erstmal alle nochmal neu losgeschickt. Material haben wir auch auf Tasche. Außerdem habe ich schon meine zwei extrem coolen Drachen in meinen Hangar gestoppt. Die wollen wir einfach mal unter die Lupe nehmen. Hier haben wir den leuchtenden Fluch am Start. Der ist bei mir jetzt auf Level Nummer 21. Den schicke ich auf jeden Fall gleich nochmal zum Training. Optisch sieht er natürlich extrem genial aus. Kann ich einfach nur sagen, wer von euch den leuchtenden Fluch am Start hat, schreibt mal in die Kommentare, auf welchem Level ihr den habt. Wie gesagt, ich schicke den jetzt erstmal los zum Training. Den zweiten Drachen, den ich extrem cool finde und der ist natürlich auch meine neue Errungenschaft, den checken wir natürlich auch gleich mal gemeinsam ab. So, da haben wir den nämlich gleich. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier ist er. Da haben wir den ohne Zahns Erzfeinden, einmaliger oder einzigartiger Drachen. Der ist auf Level Nummer 25, sieht hier eigentlich größer aus, als er eigentlich ist. Aber naja, drauf geschissen. Ich würde sagen, den pimpen wir auch erstmal bis auf Level Nummer 27, schicken den gleich nochmal zum Training für 5 Stunden und 30 Minuten. So, dann gehen wir in die Akademie, checken die natürlich erstmal ab. Aber da müsste eigentlich halt im grünen Bereich sein. 3 Drachen haben wir drin, so soll es sein. So, unsere Drachen haben wir, wie gesagt, alle nochmal neu losgeschickt. Von daher ist da auch alle Paletti. Mein Knochenräuber habe ich jetzt auf Level Nummer 70 gepimpt. Ist ja ein seltener, extrem cooler Drache. Wir sind ja letztes Mal meine seltenen Drachen durchgegangen. Wollte ich eigentlich euch nur mal zeigen, wen ich da am Start habe. Ich würde sagen, heute checken wir einfach mal unsere Kampfdrachen ab. Da gehen wir einfach mal in unseren Hangar und gucken, was wir da für welche am Start haben. Ich fange einfach mal von oben an. Hier haben wir unseren riesenhaften Albtraum als Kampfdrache auf Level Nummer 60. Ihr könnt ja dann auch mal in die Kommentare schreiben, welche Kampfdrachen ihr habt und auf welchem Level ihr die pimpt hat zurzeit. So wie ihr sagt, mein riesenhafter Albtraum ist mein erster. Was haben wir da noch? Den flüsternden? Nee. Das sind alles nur extrem lässige Titandrachen. Den Gronkel haben wir auf jeden Fall noch. Unseren zweiten Kampfdrachen, der ist auf Level 52. Oh. Dann haben wir unseren Wechselflügler, das ist mein dritter im Bunde. Der ist auf Level 51, den müssen wir noch zum Titan pimpen. Was haben wir noch für einen Kampfdrache? Ich glaube, das war so gut wie. Ah, jetzt pimpen wir hier erstmal unseren Krallenkrabbler auf. Der ist jetzt auf Level 46, ist natürlich mein zweiter. Ich habe schon einen auf Berg, der auch extrem cool ist. Dann pimpen wir Fackels Bruder auf, ist auch ein einmaliger Drache. So, dann haben wir eigentlich weiterhin keinen Drache, der noch ein Kampfdrache ist. Hier haben wir unser ohne Zahns Erzfeind, den kennt er ja. Dann haben wir hier noch einen normalen Gronkel, okay. So, auf jeden Fall waren das jetzt bisher meine Kampfdrachen. Den nächsten Kampfdrachen, den ich kriegen kann, ist der rauchverschwindende Qualm. Da muss ich aber auf jeden Fall noch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Zahnräder, 8 Stück, um genau zu sein. Das checken wir natürlich auch gleich mal gemeinsam ab. Ich schließe das mal hier. So, dann sehen wir das ja, wenn wir hier auf Sammlung gehen. Sehen wir ja hier, oh, da brauchen wir noch 8 Zahnräder. Hier sehen wir natürlich auch, welche Gegenstände wir noch brauchen. Tiefseespalter und Feuerwurm müssen wir auf jeden Fall suchen. Sind zwei Drachen, die wir auf jeden Fall auch gerne haben wollen. So, da würde ich sagen, da drehen wir hier auch nochmal am Rad. Hier drehen wir nochmal und hier drehen wir nochmal. Und machen dann einfach mal einen Screenshot. Weil die Wald ist ja natürlich das neue Event.
Das wollen wir auf jeden Fall festhalten. So, dann können wir die natürlich nochmal drehen, was wir hier für Gegenstände bekommen. Und dann gucken wir hier auf jeden Fall nochmal unsere Sammlung an. Dann machen wir uns Screenshot. 8000 Runen, dafür die Kohle könnten wir den bekommen. Da gehen wir gleich nochmal ruf. Oh. Hier auf unsere Eventdrachen. Oh, hat mich wieder vertippt. Und dann können wir nämlich hier sehen, was die so sammeln. Der sammelt 4 Stunden 40, 2,02 Mille Fisch. Das ist natürlich extrem genial. Da ist der Feuerwurm nicht ganz so krass, aber das Ding ist einfach, der sammelt einfach mal viel länger. Einen Tag und 18 Stunden auf Level 75. Von der Stärke her sind die natürlich auch beide extrem krass hier. Der Feuerwurm ist extrem derbe mit 659 Kampfpunkten in Sachen Nahangriff und der ist extrem widerstandsfähig, also der kann auf jeden Fall eine ganze Menge einstecken, der Tiefseespalter. Von daher ist es auch ein extrem cooler Drache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen von den drei Drachen ihr schon am Start habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare, weil ich will auf jeden Fall mal wissen. Jetzt können wir hier nochmal vergleichen. Hier, der sammelt 2 Tage 15 Stunden und sammelt 378.000 Holz pro Stunde. Fisch kann er nicht sammeln, die Mutter der Feuerwürmer. Aber dafür ist die extrem heftig stark. Also seht ihr schon den Unterschied, wie krass die ist. Die brauche ich natürlich auch. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Drachen ihr, wenn ihr nur einen Drachen bekommen würdet, welchen Drachen ihr auf jeden Fall haben wollen würdet. Entweder den extrem starken, die Mutter der Feuerwürmer, oder ihr entscheidet euch für den Tiefseespalter. Der ist natürlich relativ robust und sammelt natürlich auch extrem viel Fisch. Oder ihr nehmt natürlich hier den Feuerwurm. Also ich würde mich auf jeden Fall für den Tiefseespalter oder die Mutter der Feuerwürmer entscheiden. Ich glaube so, ja, ich würde sagen, Mann, ich nehme die Mutter der Feuerwürmer. Trotzdem der Tiefseespalter auch extrem cool ist. Wir können ja nochmal checken, wie die hier optisch aussehen. Sehen natürlich auch alle drei cool aus wie Sau. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mal gleich nochmal einen Screenshot. Dreh mal hier nochmal und mach nochmal einen. So, gut, dazu zum Event. Darum dreht es sich ja heute, wie gesagt, 24 Stunden und 4 Minuten jetzt noch. Mein Problem ist aber einfach, was ich habe, dass mein ohne Zahn noch 3 Stunden on Tour ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich nicht ganz so lange gemacht. Aber naja, können wir halt nicht ändern. Müssen wir jetzt durch. Wie gesagt, jetzt unsere Akademie ist auf jeden Fall wieder Bambule. Mein ohne Zahn ist on Tour. Jetzt haben wir uns gerade die Eventdrachen angeguckt, die wir bekommen können. Hier sehen wir natürlich die Sammlung, die wir brauchen von jedem nur einen. Sieht erstmal relativ wenig aus, aber ich meine, um einen so ein Teil zu bekommen, brauchen wir auf jeden Fall 4 Stunden. Das seht ihr hier unten. Ist auf jeden Fall ein bisschen bitter, aber mit ein bisschen Glück können wir natürlich auch gut abräumen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr einen coolen Drachen bekommt. Am besten den ihr haben wollt. Wie gesagt, ich drücke euch die Daumen. Das Coole ist eigentlich, dass die Mutter der Feuerwürmer ein begrenztes Angebot ist. Die anderen sind zwar selten, aber die Mutter der Feuerwürmer ist einfach mal einmalig, einzigartig. Und von daher ist es schon auf jeden Fall ein Drache, den man haben muss. In seiner Sammlung finde ich, trotzdem ich den Tiefseespalter und den Feuerwurm auch extrem cool finde. Naja, schreibt wie gesagt mal in die Kommentare, welchen ihr am coolsten findet, welchen ihr eventuell schon habt und welchen ihr euch wünscht, wenn ihr einen Drachen nur bekommen könntet. Gut, damit sind wir auch erstmal wieder durch. Das schließe ich erstmal. Wie gesagt, hier sind wir auch. Ah, hier haben wir noch den Muffel, der kam aus dem Titan-Training. Da könnten wir auf jeden Fall nochmal checken, ob wir den zum Titan-Drache Pimp kriegen. Wir drehen einfach mal am Rad. Oh, und wieder ist es dumm gelaufen. Naja, können wir nicht ändern. 6,6 Mille Fisch kriegen wir dazu. Jetzt könnte man natürlich für 9 Stunden unseren Ohnezahn nochmal losschicken. Unseren Muffel in Valkas Zuflucht schicken. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich schnapp mir jetzt. Wo haben wir ihn? Müssen wir natürlich gucken. Hier haben wir unseren Sturmpfeil. Den platziere ich jetzt erstmal auf Berg und schicke den nochmal zum Titan-Training. So, 4 Stunden 30 Minuten. Wünscht mir Glück. Und schreibt mal in die Kommentare, auf welchem Level ihr euren Sturmpfeil bereits habt. Gut, wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.